Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wie stecke ich meinen Himmel in den Halfter? Wo ist der Bro? Ach, da ist der Bro. Der wartet schon. Junge, Giovanni ist wieder am Start. Ihr habt euch das gewünscht. Giovanni ist wieder da. Allerdings ist er alleine. Ich dachte, der kommt wieder mit seiner Zerstörungsgang, Bruder. Aber anscheinend ist der ganz alleine da. Kurze Erklärung, wieso ich überhaupt hier bin, was es für ein Spot ist. Und zwar hat mir Giovanni gestern bei Instagram, nee, warte mal, bei WhatsApp, der hat sogar meine WhatsApp-Nummer, der dreckige. Bro, der ist einfach VIP geworden. Der hat mir ja die Adresse von diesem Spot hier geschickt, beziehungsweise ein paar Bilder. Und das scheint hier sehr verlassen zu sein. Und man kann hier angeblich ein bisschen lauter sein, weil man hier keine Nachbarn in der Umgebung hier hat. Und da ist der. Da ist der Bro! Was geht, Bruder? Bruder, wir sind komplett eskaliert. Komplett Eskalationsmodus. Komm rein, steig rein. Hier meine ganzen Sachen zurück. Achso, ja, okay, dann fahren wir dahin, Bro. Aber steig trotzdem ein. Wir fahren ein. Wir fahren zu deinen Sachen. Du musst ja nicht laufen, Bruder. Ich hab Auto. Wo sind deine Bräs? Ich dachte, du kommst mit noch einem. Kommt der nicht? Der hat kein Zelt. Woher kennst du diesen Spot? Was hast du? Ich hab hier selber mal gestockt, das waren alles Garagen mit Telebühnen und so gewesen. Ach, du hast hier gearbeitet? Ah, krass. Wie geht's, Bro? Gut, alles gut. Bei dir, lange nicht mehr gesehen. Danke, danke, du siehst gut aus. Danke, nach dir. Guck mal, hier ist schon einkaufen. Hast du das alles gekauft, Bruder? Ja, Mann. Gekauft? Ja, von was deinem sonst eigenen ich glaub, Geld? Oder was? Bro, das kannst du nicht machen. Ich dachte, keine Ahnung, ich dachte, du leist dir das aus oder so. Der kauft das einfach. Bro, ich schulde dir Geld. Ach so, bevor wir anfangen, warte, Bro, bevor wir anfangen. Und zwar erstmal. Wegen Schiebedach, genau. Den Fuffi für deinen Kollegen. Und ich würde dir. Ja, für. Genau. Der sieht das jetzt im Video, gell? Also, du kannst leider nicht einstecken, ja. Und das Geld für die ganzen Utensilien, die du gekauft hast, das bekommst du auch noch. Ich habe jetzt leider nur den Fuffi dabei gehabt. Ja, du siehst, wir haben schon gute Arbeit geleistet. Wir haben hier sogar auf der Seite den Airbag aufbekommen. Ernsthaft? Ja. Der Bre hat die Tür zugemacht. Und dann? Und dann ist der Airbag explodiert. So. Papp. Mach mal auf der anderen Seite. Vielleicht schaffst du es. Du musst richtig fest die Tür zumachen. So richtig fest. Wie hat er das geschafft? Ich weiß nicht. Nochmal. Warte, lass mich mal. Der hat einfach so gemacht. Aber du wirst es im Video sehen. Es kommt. Keine Ahnung, nochmal. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, Junge. Warte mal, ich zieh mal die scheiß Maske an. Die geht gar nicht auf, gell? Die wird nicht auf. Ich glaube nicht. So, zeig mal, was du dabei hast. Unkrautvernichter. Ey, weißt du, wie dumm ich angeguckt wurde an der Kasse? Die sagt, wo gibt's Unkraut zu der Jahreszeit? Ich konnte nichts antworten. Du hättest einfach die Wahrheit sagen müssen. Ich werde damit heute ein Auto demolieren. Ich werde zum YouTube-Star gemacht. Du bist schon YouTube-Star geworden. Die Leute lieben dich. Ganz Kommentare. Aber ich hab nichts gemacht, Mann. Natürlich. Was denn? Du hast Auto zerstört. Ja, ich hab nur Auto in die Luft gehabt. Du warst sympathisch. Ja, du warst wie immer. Das ist es ja. Ich bin auch so wie immer. Mach einfach einen Kanal auf. Chabo 2.0. Chabo 2.0. Ja, die Leute wollen das sehen. Glaub mir. Warte. Oh, was ist das denn? Ich kann dir das anbieten. Läuft. Läuft. Was macht denn ein Unkrautvernichter? Ja. Unkrautvernichter. Wird das Auto danach noch fahrbereit sein? Geht, oder? Du fährst eh auf Fahrersitz, oder? Ja. Lass den einfach heilen. Ja, lass den Fahrersitz heilen. Das ist eine gute Idee, ja. Ja. Was hast du noch in der Tüte? Bremsreiniger noch. Auch noch? Das brennt schön. Mhm. Du bist verrückt, bei Gott. Was sagst du? Ich hab ein bisschen Angst, ja. Aber ich glaube, das macht dich noch sympathischer. Du war. Oh shit, du weißt, was du da tust? Unkraut vernichten. Was sonst? Guck mal, das wird sauber. Ja, ich sag bloß, Unkraut vernichten. Der ganze Unkraut ist weg. Innenraumreinigung, extrem. Bro, das brennt, das brennt. Das muss so sein. Bro, das brennt. Was, wenn das Auto. Was, wenn das Auto anfängt zu brennen? Nein, das brennt nicht. Passiert nichts. Boah, stinkt das. Ich versuche mal, den Airbag auszulösen. Vielleicht geht es doch. Oh. Da passiert. Dreck. Meine Scheibe. Meine scheiß Scheibe. Wieso geht das nicht? Keine Chance. Ich weiß nicht. Das kann sein. Der zeigt mir auch an. Nächste Werkstatt. Wenn Airbag-Lampe leuchtet, dann. Ja.
Das heißt vorne auch nicht mehr? Nein. Geil, dann kann ich ja gegen die Wand fahren. Ey, was machst du, Bruder? Hä? Es hat eben gebrannt. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Volvo, der ist stabiler. Den kannst du nicht so leicht kaputt machen. Warte, wir brauchen Werkzeug. Boah, stinkt das hier hinten, oder? Achtung! Bruder! Achtung! Pass auf den Kühler auf. Ja, das sieht gut aus. Nein, nein, das sieht gut aus. So, gell? Ja, ja, so sieht es perfekt aus. Kennst du diese Bullenfänger? Ja, stimmt. So. Genau so. Haben wir gut getunt. Junge, was ist das für billiges Blech, Mann? Hm? Das ist voll das billige Blech. Also meine Community und die anderen Leute in meiner Umgebung haben gesagt, das wäre Panzer. Guck mal. Stimmt, ein Kick und schon eine Delle. Junge, tobt dich aus. Ich habe genug zerstört. Schon der 17. Part. Oh, Bruder. Geil. Fackel nur nicht das ganze Auto ab. Du kannst alles machen. Das ist verdammt. Wollen wir das ganze Auto einsprühen? Da denke ich, nichts passiert. Das sieht einfach so aus. Hast du Marshmallows dabei? Mach die komplette Seite hier. Mach noch mehr. Oha. Was? Du kannst noch mehr machen. Komplett, die komplette Seite. Komplette Seite, oder? Ja. Ich will es nicht übertreiben, Alter. Meinst du? Warte, warte. Bevor wir das machen, ich hab doch hier eine Decke. Falls was brennt, oh Digga. Ciao. Ich muss von der anderen Seite die Decke holen. Warte. Oh, oh Bro. Alter, das hat sich hier eingefangen. Was denn? Von der Hitze oder was? Ja. Ich muss mal kurz abchecken, ob die Scheiße läuft. Am Ende alles gut. Ja, das passiert manchmal, ohne Scheiß. Letztes Mal, wo ich mit euch gedreht habe, ist die GoPro doch hängen geblieben. Ja, mach weiter. Nein, warte. Sicher? Ja, ja. Hey, am Ende. Okay, guck mal, hier brennt's. Scheiße. Nicht, dass der Innenraum brennt. Wollen wir ein bisschen in den Innenraum sprühen? Mach einen kleinen Fleck. Bruder, lieber nicht, oder? Ein Fleck, okay. Ein kleiner Autismus kickt gerade. Okay. Okay, oh. Tja, was kann man noch machen? Auf jeden Fall muss ich das hier irgendwie jetzt reparieren, weil so kann ich nicht wieder auf die Straße fahren. Das muss ich irgendwie wieder hier gerade richten. Ich kann so nicht fahren, weißt du, wie ich meine? Halt mal kurz. Wie machst du das? Warte. Lass nicht zu viel Gas raus. Hast du aufgedreht? So? Ja. Hier. Oha, okay. Wow. Was passiert? Was war das? Wieso kam da riesen Flamme raus? Ja, wegen ganz Leben. Ah, das kann sein, ey. Nicht, dass das Ding mir noch explodiert. Wow. Was hast du noch dabei? Hast du Axt dabei einfach? Oh, Hammer. Hast du noch nicht gekauft, oder? 3 Euro kostet das bei Action. Was macht der Bre hier? Will er hier wenden? Will er hier... Und der andere Bro von dir? Hä? Und der andere Bro von dir? Das sind alle Abel. Der hat doch gesagt, er kann heute. Ja, keine Ahnung, ich bitte nicht. Du musst, der sieht ja das Video. Die Frage ist, würdest du ihm auch geben, würde das nicht online kommen? Kamera läuft noch, oder? Kamera läuft immer noch, ja. Ja, natürlich würde ich gehen. Aber es ist echt süß, dass du das von deinem eigenen Geld gekauft hast. Ich bin stolz auf dich. Ich muss Spur einstellen lassen, weil der ist einseitig abgefahren. Stimmt, ja, scheiße. Ja. Egal, ich geh morgen zu Volvo. Das muss ich auch noch reparieren lassen. Du musst wirklich mit dem Auto ins Volvo gehen, kostet Vorschlag. Ja, weißt du, was das Problem ist bei der Sache? Ah, die lassen mich nicht mehr weiterfahren, ne? Die lassen mich auf gar keinen Fall weiterfahren. Die werden mich... Genau. Das und das, man darf da eh nicht filmen. Du brauchst überall, wo du filmst, eine Drehgenehmigung. Echt? Ja, das ist Deutschland, hast du das nicht gewusst? Auch wenn ich Leute
auf der Straße filme, die ich nicht kenne. Du darfst doch filmen, aber nur nicht veröffentlichen. Ja, eben. Ich habe heute gar keinen Bock, irgendwas zu machen, Bruder. Ich wollte einfach nur kacken und schlafen. Und der kommt mir mit Bremsenreiniger und Feuer. Willst du, ich kann gerade eine Kacke anzünden, Mann. Kannst du auch machen. Können wir gleich off-cam oder... Nee, on-cam geht's nicht, weil kann man nicht auf YouTube hochladen, leider. Wieso ist der ausgerechnet jetzt hier? Warum, Bruder? Der Nebenscheinwerfer ist auch kaputt. Das ist aber immer noch fahrbereit, also ist immer noch Straßen zugelassen. Lichter funktionieren, Blinker funktionieren. TÜV hat er auch noch. Auto hat alles, was du brauchst. Seitenspiegel gehen auch noch. 4 rote Reifen. Blinker funktionieren, Licht funktioniert. Nebenscheinwerfer nicht mehr, aber ist eh kein Neben. Kennzeichen ist auch noch gut, Laserlicht. Ich hab keine Ahnung, was du sagst. Scheiße, Mann, man kann es einfach nicht lesen. Was hast du geschrieben? Gio. Das macht dir wirklich Spaß. Ja. Was schmeckt das?